Nun, eine Frage, die sehr wichtig ist. Für wen ist eigentlich Ramadan, das Fasten im Ramadan, Pflicht? Für wen ist das Pflicht? Weil wir scheinen irgendwie auf der Iman-Intensivstation zu sein, wie ich immer sage. Wir scheinen im Irrenhaus zu sein, was das Islamverständnis angeht, dass wir heutzutage sogar schon darüber diskutieren müssen, ob man im Ramadan fasten muss. Und andauernd kommen Leute und suchen irgendeine Ausrede. Irgendeine Ausrede suchen sie. Aber warum ist das so? Weil der Islam keine Bedeutung hat. Es ist so. Leute, wir freuen uns über so viele Jugendliche, die zurückkehren zum Islam. Über so viele Jugendliche, die zurückkehren zum Praktizieren der Religion, die Religion lieben. Wir freuen uns über so viele Nicht-Muslime, die den Islam annehmen. Aber wie viele Muslime, ja, sind vom Islam abgefallen? Oder, wenn sie nicht abgefallen sind, ist der Islam so schwach, ihr Glaube ist so schwach, dass man wirklich Zweifel haben muss, ob sie überhaupt noch Muslime sind. Wenn man sich das anguckt, was hier teilweise abgeht, einer schreibt, wie Ramadan, was jetzt mit absoluter Sicherheit, mit total sicheres Auftreten, bei völliger Ahnungslosigkeit. Was erzählt ihr denn für einen Schwachsinn? Ihr sagt, im Ramadan nicht zu fasten, ist eine große Sünde. Warum soll das denn eine große Sünde sein? Ist ja so, als wenn Allah uns erpresst. Was hast du mit Islam zu tun? Erstens, du leugnest gerade eine Sache, die Ma'lumin Nidim Darura ist. Du hast gerade die Verpflichtung zu einer Säule des Imams, zu einer Säule des Islams verleugnet. Das ist großer Kuffer, klar und deutlich. Da ist keiner entschuldigt, außer wer irgendwo im Wald aufgewachsen ist und hat nie was irgendwie vom islamischen Wissen mitbekommen. Aber gewiss keiner, der aus einem islamischen Elternhaus kommt. Dann bringt man Verse vom Koran. Da schickt man Verse vom Koran, wo drin steht, das Fasten ist euch vorgeschrieben. Wo drin steht, ihr sollt fasten. فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ. Wer von euch den Monat anwesend ist, der soll ihn fasten. Und dann sagt er, ich folge nicht dem Koran, ich folge nicht Allah. Wenn ich fasten will, dann muss Allah zu mir persönlich runterkommen und mir das sagen. Das sind alles Theorien. Purer Kuffer. Das ist purer Kuffer. So einen Schwachsinn hörst du. Und diese Leute denken auch noch, das, was sie machen, ist das richtige Islamverständnis. Der andere diskutiert mit dir, ja, aber es gibt ja so viele, der sucht sich eine Ausrede, das ist ein Munafik, Achi. Der sucht sich eine Ausrede, nicht zu fasten oder nicht die Religion zu praktizieren, weil es ja in Syrien und dort Terroristen gibt. Was interessieren dich die Terroristen? Die sind für dich selber verantwortlich. Du bist für dich verantwortlich. Das heißt, weil jemand etwas gegen den Islam macht, praktizierst du jetzt den Islam nicht mehr. Du solltest mal zum Psychiater gehen oder zum Neurologen, weil dein Gehirn, da muss ein Fehler drin sein in deinem Gehirn. Es ist genauso, als wenn ich sagen würde, ich höre jetzt auf zu essen und zu trinken, weil mein Nachbar, der hat sich gestern vergiftet. Das eine hat mit dem anderen überhaupt nichts zu tun. Ja, mein Nachbar hat sich gestern vergiftet. Der hat Gift gegessen. Also esse ich und trinke ich jetzt nichts mehr, bis ich gestorben bin, weil mein Nachbar hat Gift gegessen. Genauso ist das, wenn irgendjemand sagt, ich praktiziere die Religion jetzt nicht, weil es gibt ja Leute, die haben langen Bart, aber die machen Sünden. Hat einer mit dem, was hat seine Sünde mit deinem Praktizieren der Religion zu tun? So. Und das ist das Problem. Der andere kommt mit Arbeit. Und der fängt dich an zu beleidigen. Ja, ihr lebt ja alle von Hartz IV. Oder? Ich habe noch nie Hartz IV bekommen. In meinem ganzen Leben noch nicht. Wer erzählt dir den Schwachsinn? Bist du zu viel auf der Pegida-Seite oder was? Bist du auch von denen am Lernen? Oder bei PNews? Ich habe in meinem Leben noch nie Hartz IV bekommen. Nicht so viel Mopo lesen oder was? So, und außerdem, ich habe studiert bei Mekka bei 50 Grad. Heiß. Da haben wir studiert, da sind wir morgens in die Schule, da mussten wir nachher studieren. Du erzählst mir hier was von, ihr.
Ich war Profiboxer gewesen, habe ich zweimal am Tag Training gehabt. Was hast du gedacht, was wir den ganzen Tag machen? Hast du gedacht, wir sitzen den ganzen Tag, sitzen und sind auf der Sonnenbank am Liegen oder was? Wir sind den ganzen Tag am Üben, uns auf die Dauer am Konzentrieren. Ja, das ist keine knochenkörperliche Arbeit, aber das ist geistige Arbeit, die man verrichtet. Möge man uns Ikhlas dabei geben. Aber du hast keine Ausrede, weil du hier 8 Stunden am Tag irgendwo arbeitest. Es gibt tausende Muslime, die 8 Stunden am Tag arbeiten, die trotzdem fasten. Deswegen, wer ist verpflichtet zum Fasten? Und da gibt es einen schönen Nadhim in Fiqh al-Hanbali. As-sawmu imsakun an al-mufattiri waqtin mu'ayyanan al-muqtadiri bi niyyatin yufridu fi ramadan bi ru'yatin anqida sha'ban wa yalzimu siyamu kulli qadiri min muslimin mukallifin ahadin. Das Fasten ist das sich lossagen von den Mufattirat oder von den Muftirat, waqtin mu'ayyanan, eine bestimmte Zeit. Was ist die bestimmte Zeit? Die bestimmte Zeit ist die Nacht, der Tag. Hatta yatabayyana al-khayd al-abyad min al-khayd al-aswad min al-fajr. Bis der helle Faden vom dunklen Faden der Nacht unterscheidet. Das heißt, bis Tulu al-Fajr ist, von Tulu al-Fajr bis Ghurub al-Shams, das ist die Waqt Mu'ayyan. Das müsste Sure 2, Vers 185 sein. Das ist die bestimmte Zeit, wo du dich von dem Mufattirat oder von dem Muftirat fernhältst. Fakulu washrabu. Es trinkt. Das heißt, ansonsten darf man nicht essen und nicht trinken und man darf keinen Geschlechtsverkehr haben. Steht alles im Koran. Dann wird doch im Hadith erwähnt, dass man sich nicht selber zum Erbrechen bringen kann. So, das sind also die Sachen, die klar und deutlich im Koran erwähnt werden, die das Fasten brechen. Essen, Trinken, Geschlechtsverkehr. Und praktisch diese, dann kommt noch aus der Sunna die Sache mit dem absichtlich zum Erbrechen bringen. Und dann gibt es umstrittene Hadithe über Hijama, sind die Manzuk, sind die nicht Manzuk. Aber der Asal geht zurück auf diese drei Dinge, und keiner Zweifel hat. Geschlechtsverkehr, Essen, Trinken. Und daraus leitet man dann wieder ab. Was ist, wenn man eine Magensonde bekommt? Was ist, wenn man ernährt wird mit Spritzen, wo Nährstoffe drin sind und so weiter? Aber das ist hier nicht das Thema. Auf jeden Fall von den Muftirat muss man sich fernhalten. So. Biniyatin, mit einer Niyah. Man muss eine Niyah haben. Man muss die Niyah haben zu fasten. Das heißt, wenn du einfach nur nachmittags aufstehst, du isst nichts, weil du nichts zu essen findest, aber du würdest eigentlich gerne was essen, das ist kein Fasten. Das heißt, du musst das, die Pflicht haben. Wann beginnt diese, du musst das, die Niyah haben, dass das Fasten beginnt. Und übrigens, diese Niyah beim Pflichtfasten im Ramadan muss in der Nacht gemacht werden. Das heißt, vor Tulu al-Fajr. Wenn du sie nach Tulu al-Fajr machst, hast du einen Teil des Tages nicht mit Niyah gefastet, ist der Tag ungültig. Du musst, darfst den Tag nicht essen, nichts trinken, musst den Tag nachfassen. Aber auf jeden Fall. Gehen wir zurück. Biruyatin ankeda shabana. Und wann beginnt das? Durch Ruya, dass man den Halbmond sieht. Weil der Prophet sagte, sumu liruyati wa aftiru liruyati. Oder Enkel der Schaban. Das heißt, wenn der Schaban 30 Tage war, der Mondmonat hat nicht mehr als 30 Tage. Selbst wenn ich den Mond nicht sehe, wenn der Schaban 30 Tage war, fängt Ramadan definitiv an. Okay? So. Jetzt. So. وَيَلْزِمُ سِيَامُ كُلُّ قَادِرِ مِنْ مُسْلِمٍ مُكَلِّفٍ وَحَادِرٍ. Und das ist Pflicht, das Ramadan zu fasten. Für wen? Für Qadiri. Für den, der die Fähigkeit dazu hat. Wer fällt hier raus? Hier fällt raus, wer durch sein Alter zum Beispiel nicht in der Lage ist zu fasten. Er muss essen, wer eine Krankheit hat, durch die er nicht in der Lage ist zu fasten. Der fällt bei Qadir raus. Okay? Diese Person muss nicht fasten. Zum Beispiel. Dann, Muslim, der muss Muslim sein. Wenn er kein Muslim ist, ist das Fasten im Ramadan für ihn keine Pflicht. Wenn er kein Muslim ist, ist das Fasten im Ramadan für ihn keine Pflicht.
Ja? Warum? Weil der Prophet, a.s., als er Mu'adh ibn Jabal in den Jemen geschickt hat, da hat er gesagt, er soll sie erst zu La ilaha illallah einladen. Hier ist etwas Wichtiges. Was ist, wenn ein Nicht-Muslim mitfasten will? Der will das mal ausprobieren. Hindern wir ihn daran? Schadet er Allah, wenn er fastet? Nein, wir hindern ihn nicht daran. Wir lassen ihn mitmachen. Weil ich habe schon selber einmal erlebt, ein Deutscher, der hat eine Wette gemacht mit einem Muslim. Er hat gesagt, ich mache Ramadan mal mit euch mit. Ich faste. Und dann ist dadurch, durch dieses Erproben, ist der Iman in sein Herzen gegangen und hat den Islam angenommen. Okay? Aber es ist für ihn nicht verpflichtend. Sogar sein Fasten ist ungültig vor Allah. Hier ist eine wichtige Sache. Was ist, wenn jemand im Ramadan den Islam annimmt? Muss er dann den ganzen Ramadan nachfasten oder nur ab dem Tag, wo er Muslim geworden ist? Ab dem Tag, wo er Muslim geworden ist. Er muss sich die Tage, die er vorher kein Muslim war, die muss er nicht nachfassen. So, genau wie jemand, der den Islam annimmt und nie gebetet hat. Der muss sich die ganzen Gebete, der wird zum Beispiel mit 60 Jahren, wird der Muslim. Da muss er nicht die Gebete nachholen. Okay? Wichtig so. Muslim, Mukallaf. Was ist Mukallaf? Mukallaf ist jemand, der Akil ist, der Verstand hat und der Bulure hat. Bulure kann man Reife erreicht hat, sagen. Viele Muslime denken, das wäre erst ab 15 Jahren. Das ist spätestens ab 15 Jahren. Aber sobald jemand die Pubertät erreicht hat, hat er Bulure erreicht und er wird, und wenn er Akil ist und Muslim ist und die Fähigkeit dazu hat, muss er fasten. Zum Beispiel ein Mädchen kriegt ihre Periode. Viele wissen das nicht. Viele denken erst ab 15. Nein, das ist nicht erst ab 15. Sobald die Pubertät erreicht wurde, ist das Fasten Pflicht. Ansonsten muss man die Tage nachfasten. Das ist eine wichtige Sache. Das wissen viele nicht so. Dann Akil. Wer fällt bei Akil raus? Bei Akil fällt er raus, der den Verstand verloren hat. Nicht der ohnmächtig geworden ist. Wenn zum Beispiel jemand wird ohnmächtig von Asr, wird den ganzen Tag ohnmächtig. Der hat also keine Nier gehabt zum Fasten. Wir haben gesagt, er muss die Nier zum Fasten anmachen, nachdem die Nacht eingetroffen ist. Wann ist die von der Nacht bis zu Tulu al-Fajr? Das heißt, von Maghrib bis Fajr, weil bei Maghrib fängt die Nacht an, muss er die Nier gehabt haben. Wenn er jetzt von Asr ohnmächtig wird und wird er dann nächsten Tag zur Zeit von Dhuhr wieder wach, muss er diesen Tag nachfasten. Ohnmacht. Was aber mit jemandem, der den Verstand verloren hat, zum Beispiel aus Krankheit oder durch einen Unfall, zum Beispiel jemand ist geistig behindert, wirklich geistig behindert, ja? Der hat zum Beispiel eine Krankheit von Geburt an oder eine Krankheit bekommen, der muss nicht fasten. Warum nicht? Weil er gar keine Absicht zum Fasten haben kann. Der weiß gar nicht, was er sagt und was er macht. Oder jemand, der durch das Alter den Verstand verloren hat. Das sind alles die Kategorien, die rausfallen. Ja? Wo das Fasten auch gar nicht korrekt ist, wenn jemand fastet, der keine Akel hat. Der keinen Verstand hat. Der keine Nähe haben kann. Der gar nicht weiß, was er macht. So. Und dann wird gesagt, also Muslim Mukallaf, wa Hadir. Hadir heißt, das ist jetzt für Buju, der ist zu Hause, der ist bei sich zu Hause, er ist nicht auf Reise. Denn Allah sagt im Koran, was? Wer aber krank ist oder auf einer Reise, was ist mit dem? Fa'iddatu min ayyamin ukhra. So soll er andere Tage fasten. Übrigens sagt Allah hier nicht, wer aber krank ist oder arbeitet oder auf der Reise, sondern Allah sagt hier, wer krank ist oder auf der Reise, der soll andere Tage fasten. Nicht wer krank ist oder in der Frittenbude arbeitet, sondern wer krank ist oder auf der Reise. Ja? Für die ganzen Spezialisten, die wir hier haben. Hier, wer krank ist oder auf der Reise. Damals haben sie auch gearbeitet, die haben hart gearbeitet, da waren vielleicht 50 Grad. Der Prophet hat 9 Jahre Ramadan gefastet. Da hat keiner gesagt, der ist mir zu anstrengend, ich muss ja die Datteln runterholen vom Baum. Da kommt dann jemand mit La yukallifullah nafs ila wus'aha. Allah bürdet keiner Seele auf, was sie nicht zu tragen vermag. Was soll die Argumentation jetzt? Wenn Allah sagt, hier, du musst fasten, dann kann ja jetzt jeder kommen, dann kommt der nächste in Winter, ja.
Der wohnt in Skandinavien und dann ist im Winter 4 Stunden fast, dann sagt er, ist so anstrengend. Schafft das nicht 4 Stunden, habe ich Durst. Ja, wofür fastest du denn? Der Nächste kommt, dann sagt er, ist mir zu anstrengend, morgens aufzustehen zum Gebet. Ich bin dann total müde und ja, Leim Kelly von Lanefs Russe Allah, würde keiner sehen, auf was mich zu tragen vom Mann. Der Nächste kommt, ja, ich bin süchtig nach Haschisch, ja, ich rauche dann weiter Haschisch, weil Leim Kelly von Lanefs Russe Allah, würde keiner sehen, auf was mich zu tragen vom Mann. Der Nächste kommt, ja, ich mag Schweinefleisch so gerne, ich schaff das einfach nicht, das Schweinefleisch rauszulassen. Leim Kelly von Lanefs Russe Allah. Ja, du musst Hijab tragen. Nee, ich schaff das nicht, weil ich möchte gerne schöne Haare haben, damit die Männer mir hinterher gucken. Ich bin süchtig nach den Blicken von denen. Ja, wo soll das hinführen? Was ist das für eine Argumentation? Ach, spricht gegen dich. Denn Allah sagt hier, hat euch das Fasten vorgeschrieben. Außer wem? Der Reisende oder der krank ist. Übrigens, zu dieser Krankheit, da kann man auch reinbeziehen, der schwanger oder stillend ist. Ja, das ist eine Spezialkategorie. Ist zwar keine wirkliche Krankheit in dem Sinne, aber weil das eine besondere Situation ist, werden die auch ausgenommen. So, und dann, der muss anwesend sein. Also nicht, ja, durch Kadir Fähigkeit haben, sind die raus, die krank sind, für die es nicht verpflichtend. Und durch Reisend, durch anwesend sein, ist wer raus, der auf der Reise ist. Wie ist das nun auf einer Reise? So, ich will 81 Kilometer, circa 81 Kilometer und 100 noch was Meter reisen. Das sagen die Hanbaliten dazu, ab wann man denn das Fasten brechen kann. Sobald ich aus meinem Ort raus bin, kann ich das Fasten brechen. Das heißt, ich kann nicht, wenn ich zu Hause bin, und habe nachher vor zu reisen, schon das Fasten brechen, weil ich bin noch nicht auf der Reise. Denn Allah sagt im Koran, wer aber von euch auf der Reise ist, krank ist oder auf der Reise. Aber sobald du aus deinem Ort heraus bist, kannst du das Fasten brechen. Was ist, wenn du von der Reise wiederkommst? Und du hast auf der Reise das Fasten gebrochen. Du bist ja nicht mehr auf der Reise, du bist wieder zu Hause. Hier sagen einige Gelehrte, du bist nicht, und das ist die sicherere Meinung, du bist nicht mehr auf der Reise, bist wieder zu Hause. Also gilt für dich noch nicht, dass du auf der Reise bist, also du musst jetzt weiter fasten. Du musst jetzt weiter fasten, du darfst jetzt nichts mehr essen, nichts mehr trinken. Andere, die beziehen sich auf eine Aussage von Ibn Mas'ud, der sagt, ja, wer am Anfang gefastet, nicht gefastete Iftar gemacht hat, kann auch am Ende Iftar machen, sinngemäß. Also wer Iftar gemacht hat aus einem entschuldigten Grund, der hat also gegessen, weil er beispielsweise auf Reise war, weil er krank war. Zum Beispiel jemand wird gesund. Der war krank, wird im Verlauf des Tages gesund. Die Hanbaliten sagen, der muss ab dem Moment, wo er gesund ist, muss er fasten. Jemand ist auf der Reise, kommt nach Hause, ab dem Moment, wo er zu Hause ist, muss er fasten. Eine Frau, ihre Periode geht im Verlauf des Tages weg, ab dem Moment muss sie fasten, aber sie muss diesen Tag trotzdem nachholen. Weil der ganze Tag gilt. Ja? Das dazu, Hadir. Und dann natürlich, dass es keine Mawane vom Fasten gibt. Verbotsgründe vom Fasten. Was ist das? Haid und Nifas. Haid ist die Periode und Nifas ist das Wochenbett. Das muss auch nicht da sein. Ja, weil eine Frau, die Periode hat, die muss nicht fasten, die darf nicht fasten. Wenn sie fasten würden, ihr Fasten ist ungültig. Jemand, der auf der Reise ist, der darf fasten, aber muss nicht fasten. Der darf fasten, aber muss nicht fasten. Wenn er trotzdem fasst, dann fasten ist gültig. Und hier kommt man dann zur Frage, was ist besser, auf der Reise zu fasten oder auf der Reise nicht zu fasten? Und hier finde ich die Aussage von Sheikh Uthaymin sehr gut, der sagt, wenn es leicht ist zu fasten auf der Reise, ist es besser zu fasten. Warum? Weil der Prophet auf der Reise gefastet hat und dann nach Assergebet, also kurz vor Maghrib, das Fasten gebrochen hat. Warum nach Asr? Um den Leuten zu zeigen, selbst nach Asr, wenn das kurz vor Maghrib ist, kannst du noch das Fasten brechen.
Dann sagt er aber, weil es zu diesem Zeitpunkt schwer geworden ist, das heißt, er hat aber angefangen zu fasten, wäre es besser gewesen, nicht zu fasten, hätte er von vornherein nicht gefastet. Und dann haben einige weiter gefastet, obwohl er das Fasten gebrochen hat, obwohl es schwer war für die Leute, obwohl es heiß war. Ihr müsst euch vorstellen, das ist in der arabischen Halbinsel extrem heiß. Das kannst du nicht mit der Hitze hier vergleichen. Ja? Da hat er gesagt, Ulaikul Usad, Ulaikul Usad. Die sind die Ungehorsam, die sind die Ungehorsam. Das heißt, wenn es extrem schwer wird durch die Reise, dann ist man ungehorsam, wenn man weiter fastet. Insbesondere, wenn man Angst hat, dadurch einen Schaden zu haben. So, was lernen wir dadurch? Was haben wir gerade dadurch gelernt? Ich habe gerade die klassische Position von einem Madhab erwähnt und einige andere Madhab dazu erwähnt. Erstens, jemand, der Muslim ist. Mukallaf ist. Das heißt, er hat die Pubertät erreicht und er ist nicht geistig behindert, geisteskrank etc. Ja? Und er ist Qadir. Das heißt, er ist gesundheitlich dazu imstande. Und er ist Hadir. Das heißt, er ist anwesend, er ist nicht auf Reise. Und es gibt keinen Hinderungsgrund. Nochmal. Muslim. Akil. Verstand. Qadir. Fähig. Bulu. Der hat die Reife erreicht. Ist nicht auf der Reise. Die Reife erreicht, ist nicht auf der Reise. Und es gibt keinen Hinderungsgrund. Was war die Hinderungsgründe? Haidunifes. Das heißt Periode oder die Blutung nach einer Geburt. Was ist mit dem, der muss fasten? Für den ist das Fasten im Ramadan Pflicht. Das heißt, suche nicht nach einer Ausrede. Und übrigens, was ich ja bemerkenswert finde, ist, nochmal zu diesen Leuten, dass sie anfangen, diejenigen, die versuchen, sie zu retten vor der Hölle, oder sie versünden zu retten, am Beschimpfen sind. Die sind alle am Beschimpfen. Die merken aber nicht, dass sie das, was sie eigentlich sagen, dass sie nicht mit der Religion Allahs zufrieden sind. Das, was wir sagen, ist die Religion Allahs. Sie sind nicht mit der Religion Allahs zufrieden, weil sie fangen dich, denn sie fangen dich an zu beschimpfen, weil du das sagst, was Allah sagt. Weil du das sagst, was die Gelehrten abgeleitet haben. Ja. Subhanallah, liebe Geschwister. Und dann noch was anderes, was bemerkenswert ist. Wenn du doch so ein toller Muslim bist, wie viele Wochen gibt es immer Urlaub? 2 Wochen mindestens, oder? Bei jeder Arbeitsstelle, ich glaube, das ist gesetzlich vereinbart, dass man 2 Wochen Urlaub hat, oder? Sogar noch mehr. So jetzt die Frage, wenn du von vornherein weißt, du super strenger, toller Muslim, der ja nur nicht fasten kann, weil er so eine harte Arbeit hat. Er scheint 48 Stunden am Tag zu arbeiten, obwohl der Tag nur 24 Stunden hat. Warum hast du keinen Urlaub genommen? Ja, konntest du nicht. Ja, konntest du nicht eine Woche nehmen. Konntest du dich zumindest ein paar Tage nehmen. Und arbeitest du eigentlich 7 Tage die Woche? Arbeitest du 7 Tage die Woche? Ich meine, normalerweise, diese Leute, die immer mit dieser Ausrede kommen, glaube ich, die fasten keinen Tag. Fasten die im Ramadan. Und Ausrede, ich arbeite ja. Dann fast doch wenigstens die Tage, wo du keine Arbeit hast. Ja, entweder richtig oder gar nicht. Achso, nee, gar nicht heißt Hölle. Gar nicht heißt verloren. Gar nicht heißt, was mit dem Islam gar nichts zu tun. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, dass der irgendwie nicht fasten kann, Muslim ist. Aber der ist in Gefahr.